Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Lego Fortnite. So, das ist ein kleines Einführungsvideo für alle, die das Let's Play nicht gesehen haben oder nicht sehen wollen, weil das dann eben zu viele Episoden sind. Hier macht man nur einen kleinen Einblick. Das heißt, es wird direkt losgehen. Ich werde eine Welt auswählen und wir werden einfach eine neue Welt erstellen. Da müssen wir erstmal einen neuen Namen wählen. Neuer Weltslot passt, also das ist nicht der Name. Dann Titelbild, da wählen wir uns doch ein schönes aus. Hier vielleicht mit so einem schönen Berg oder so einem Strand finde ich auch nicht schlecht. Ihr nehmt es hier, schöner Fluss, halb Wüste, halb Grasland. So, Energiesystem, Hammer an, Dorfbewohner an, Schadendorfverbündete aus, freundliche Kreaturen an, Inventargegenstände bei Eliminierung fallen lassen, das haben wir auch an. Ja, können wir alles. Seed-Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ah, nehmen wir die 0 auch noch mit. Sehr gut, dann können wir eigentlich starten. Das ist alles auf Standard. Dann wollen wir mal. Okay, können gar keinen Weltnamen vergeben, sondern Welt 2 von Ich bin Intro, weil introvertiert zu lang war. So, und da sind wir freudig erwacht mit nur einem Herzchen. Das ist nicht gut, da müssen wir was futtern. Oh, und ich dachte gerade, wir hätten kein Gesicht. Kuschelbeauftragte, mit der können wir reden. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin Kuschelbeauftragte. Wie schön, dich zu treffen. Und du bist Ich bin Intro? Warum klingt es so vertraut? Ich bin noch nie an einem so neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten, nur für den Fall. Okay, wie soll man uns vorbereiten? Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frag mich, was wir damit wohl herstellen können. Ja, zumindest so eine Holz- und Granitstange, würde ich mal sagen. Na gut, müssen wir einsammeln und da sind schöne Himbeeren. Her damit. So, die landen schwuppsdiwupp im Inventar. Holz können wir auch einsammeln. Ach, das ist ja fantastisch hier. So, dann werde ich gleich mal was von den Himbeeren schnabulieren. Mit Linksklick klappt das. Und meine Herzchen freuen sich da auch. Die kommen alle wieder zurück. Und sie hat nicht übertrieben. Hier liegt ja das ganze Feld voller Steine und voller Holz. Können wir alles einsammeln? Nein, ein Spinnchen. Ich hau dir aufs Maul. Komm hier. Wie Harry Potter sich gegen Aragog gewehrt hat. Gut, hat er eigentlich nicht, aber trotzdem. Hätten die einbauen sollen, so einen Faustkampf mit der Riesenspinne und den zwei Teenager-Zauberern. Ja, wäre doch viel besserer Film geworden. Oder besseres Buch. So, dann würde ich sagen, räumen wir hier noch auf. Und dann, nein, wo kommt ihr denn her? Dann doch in Ruhe, so viel Himbeeren kann ich gar nicht fressen. Ausweichen, 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 Rückzug. Und jetzt Volldampf voraus. Oh, die Spinne ist auch ausgewichen. Oh mein Gott, sie lernen. Gut, ich brauche aber was Essbares. Holz ist nichts Essbares, aber so Riesendinger sind das hier. Mensch, solche gigantischen Kürbisse hätte ich auch mal gern im Garten gehabt. So. Und Tranken gibt's gleich oben drauf. Lasst uns mal so einen Kürbis verspeisen. Ja, schiebst dir den ganzen Kürbis ins Gesicht. Und ein Hühnchen. Hallo Hühnchen. Oh, man kann dich streicheln. Ja, da freust du dich. Da freust du dich. Und gibst gleich ein Ei. Das schaffe ich nicht, wenn man mich streichelt. So. Jetzt müssen wir, glaub, was craften. Ein Lagerfeuer. Und dann stellen wir das erstmal hier hin. Da wird sich die Kuschelbeauftragte freuen. Ich glaube, diese Ressourcen werden auch nützlich sein. Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Du kannst eine einfache Hütte bauen, indem du das Baumenü Q in der Kategorie Gebäude verwendest. Ja, klingt gut. Das ist kein Unterstand. Ach, hier oben. Eine einfache Hütte. Einfach übers Feuer setzen. Da brennt bestimmt nichts an. Na gut, setzt man die mal hierher. Und wir durften mit dem Bauen starten. Das ist ein ganz cooles System. Das gefällt mir sehr. So, die Bodenplatte.
Und jetzt noch hier die zwei Eckteile. War es das schon? Nee, natürlich nicht. Wir brauchen noch ein Dach. Und hier so zumindest, dass das Dach ein bisschen angeschrägt ist. Das war sehr einfach. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Brauchen noch ein Dachsegment. Ja, das war tatsächlich eine sehr einfache Hütte. Und dann brauchen wir ein Bett unter Möbeln. Oh je, da brauchen wir 10 Holz für. 1, 2, 3 haben wir schon. Jetzt habe ich mich verzählt. Sind glaube ich 6, 7. Steht auch links dran. 9, 10. Her mit dem Bett. Da können wir gleich unseren Spawnpunkt festlegen. Falls uns mal so eine Spinne heimtückisch meuchelt, kommen wir dann hier wieder raus. Das ist ganz praktisch. Bettzuweisung ich. Das gefällt mir. Ah. Oh. Ja, da kann man beruhigt schlafen. Und wieder aufgewacht. Gefaulenz wird er später. Später. So. Müssen noch ein bisschen was aufklauben. Den Mais stecke ich mir natürlich auch gern hinten ins Inventar rein. So, ein paar Kürbisse können nicht schaden. In dem Spiel hat man echt oft Hunger. Und ich glaube, gleich geht die Sonne unter. Dann lasst uns nochmal eine Werkbank machen. Beziehungsweise unsere erste. Ja, die funktioniert nicht im Regen, deswegen haben wir die auch überdacht. Und dann können wir Fackeln herstellen. Nein, die brauchen ja auch wieder Holz. Wieso braucht hier alles in dem Spiel Holz? Ich dachte, wir müssen Plastik einsammeln, weil das alles aus Lego ist. Anscheinend nicht. Na gut, dann wollen wir jetzt aber mal eine Fackel machen. Herstellen. Und dann hätte ich gern Werkzeug, eine Spitzhacke. 9. Eine Waldaxt braucht 1 Granit mehr, als wir im Inventar haben. So, das sollte reichen. Den nehme ich trotzdem mal als Reserve mit. Und dann müssen wir noch ein bisschen Holz finden. Und dann können wir uns endlich, ja, richtig mit den Bäumen hier schlagen. Das Spinnenteil hebe ich auf die Seite. Und dann, komm schon. Ich glaube, wir können die ganz kleinen Bäume auch schon verdreschen. Gibt auch ein bisschen Holz. Ja, das macht zwar nicht viel Schaden im Moment, aber für den Kleinen wird es reichen. So, 6 Holz haben wir. Nehmen wir mal wieder ein bisschen mit, bis wir 10 haben. Auch hier liegt ja mehr als genug rum. Das reicht ja für Tage, was hier rumliegt. Zumindest für einen halben. So, das passt jetzt. Dann lasst uns mal schön Werkzeuge craften. Vielleicht auch ein Schwert. Ach, das können wir noch nicht. Und herstellen. So, sofort Aufrüstung. Was brauchen wir? Planke und Panzer. Ja, das können wir noch nicht. Ich will doch ein Schwert. Muss ich die Gegner jetzt mit meiner Axt hauen? So, gleich wird es wahrscheinlich ein bisschen dunkler. Deswegen können wir die Fackel schon mal ausrüsten. Und dann schauen wir einfach mal, welcher Baum uns denn nicht so positiv gesinnt ist. Der hier sieht doch ein bisschen finster aus. Hau mal einfach drauf. Und die Werkzeuge verlieren am Anfang zumindest sehr schnell Leben. Das kann man natürlich später dann. Gibt es bessere Werkzeuge, ähnlich wie in Minecraft. Die halten dann länger. Kann man auch hier verzaubern. Ich würde sagen, das System in Minecraft ist schon noch ausgeklügelter. Ah, die entwickeln wir ja auch weiter. Also ist gerade erst ein großes Fahrzeug-Update gekommen. Das macht relativ großen Spaß, wenn man die Energiezellen dann irgendwie mal herstellen kann. Oh nee, es fängt an zu regnen. Werde ja ganz nass. So, schnell weg mit den Bäumen. Wir können Nächte, glaube ich, nicht überspringen. Das ist ein bisschen schade. Aber so lange dauern die auch nicht. So, und wir können währenddessen Holz hacken. Was ich hier genial finde, das ist in Minecraft auch der Fall, ist, dass die Fackeln keinen Lebensbalken haben. Das heißt, die werden immer unser Licht sein, wenn ich sie nicht aus Versehen wieder wegwerfe. Weil hat man die irgendwie im Inventar und hält rechts gedrückt, dann wirft man die so. Hab mal alle meine Fackeln verloren. War dann ziemlich düster für mich. Macht es lieber nicht. Eine sollte immer da sein. So, sind aber auch nicht schwer zu craften. Da hinten haben wir Schäfchen. Wollen wir mal die Schäfchen ins Trockene bringen. Metaphorisch gesehen natürlich nur. Gegen den Regen kann ich nichts tun. Ich könnte die Schäfchen überdachen. Die Ressourcen habe ich nicht. Und guckt mal hier, wir haben Häufchen für uns hinterlassen. Das ist ganz, ganz wertvoller Dünger. Und noch ein Häufchen. Wie schaffen zwei Schafe, so viel Mist anzurichten? Hier wird erstmal gestreichelt. Ja. Ja.
Und her mit der Wolle. Das ist schön. Oh, du hast nochmal gekackt. Her damit. Ja, du wirst gestreichelt und dafür kriege ich Wolle im Austausch. Ich finde, es ist ein Vierertausch. So, wir haben natürlich auch eine Weltkarte. Ja, wir sehen unseren Spawnpunkt und hier haben wir schon mal einen schönen Fluss voraus. Oder einen kleinen Tümpel, der in einen Fluss übergeht. Oder umgekehrt. So. Gegen Spinnen sind wir effektiv, aber nur solange wir die Axt haben. Granit sammle ich noch mal ein bisschen auf, obwohl wir mal aus Spitzhacken. Dann können wir mal uns an den großen Kameraden hier warten. Jö. Das ist doch fantastisch. Ich mag das, wie die Steine aussehen. Und da ist eine Regenbogenfee. Hinterher, die führt uns zu seltenen Geheimnissen. Und meistens eher zu einer Lootkiste, wo relativer Mist drin ist, wenn man mal weiter ist. Das sind Drehteile. Die mag ich gar nicht so. Vor allem am Anfang nicht. Muss mal drauf klöppeln. Die Fee muss kurz warten. Ich bin hier mitten in einem Unterhaltung. Gespräch. Kann schon keine Artikel mehr richtig verwenden. Nein, 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 du rollst dich jetzt nicht ein, du Arsch. So, her mit deinem Panzer. Ich begrüße sie. Verzeihung. Na gut, hebe ich nochmal auf und dann führe mich zu schöneren Gefilden, du Fee. Wie gesagt, meistens führt zu einer Lootkiste mit nicht so gutem Zeug drin. Ein Skelett, zwei Skelette, drei Skelette. Der Fee nach. Die müssen ja nicht uns mit allen anlegen. Ist das nicht zu steil für uns? Ja, doch. Doch, doch. Das heißt, die Skelette werden ausstruggeln. Eine güldene Kiste. Und hoffentlich nicht nur Mist drin. Gut, am Anfang, wie gesagt, alles ist wertvoll. Später ist nicht mehr alles so wertvoll. Ah, da ist ein Schwert drin. Das ist wertvoll. Kann man leichter auf unsere Gegner einstechen. So soll das sein. Armbrusthammer auch. So, aber noch keine Pfeile dafür. Das ist schlecht. Ohne Pfeile funktioniert das nun mal nicht. So. Da ist doch noch ein erstes Skelett und ein ganz großer Baum, den wir wahrscheinlich nicht mehr fällen können. Weil die Axt schon ziemlich ramponiert ist. Da machen wir am besten gleich eine nach. Dann sammeln wir noch auf. Ja, also bei Tag wäre die Aussicht hier wahrscheinlich beeindruckender als jetzt in der Nacht. Auf zur Werkbank. Und hier steht ein Hausfragment, das nicht von uns kommt. Das ist einfach so eine Ruine, die hier drin steht. Manchmal auch mit einer Truhe drin, manchmal nicht. Muss man erkunden, um es rauszufinden. Boah, hat er mir einfach ein Herzchen abgezogen, ein halbes zumindest. So, halt die Schnauze. Okay. Oh, vielleicht schafft man den... Das Kerlchen hier noch. Komm schon. Schade. Scheidenhonig. So, wo ist denn meine Werkbank? Ich dachte, die war hier irgendwo. Nein, das klingt wie ein Wolf. Das ist ein Wolf. Au. Und noch ein Wolf. Au. Einer nach dem anderen. Mist, nur noch ein Herzchen. Ich muss wieder Kürbisse fressen, damit es mir besser geht. Na gut. Ist ja schön, dass ihr eure Krallen und euer Fleisch einfach fallen lasst. So. Rein mit den Kürbissen, bis wir wieder gesund sind. Einer noch und dann ist es vollbracht. Dann schauen wir mal auf die Karte. Ja, einfach geradeaus. So schlecht war meine Orientierungssinn ja gerade nicht. Bin aber ganz schön weit gewandert. Also nicht so weit, aber... Weiter als ich wollte. Dafür, dass ich noch keine Ausrüstung hier habe. Könnten natürlich auch eine neue Werkbank machen. Die hat es ganz gern überdacht. Oh, Skelette, lasst mich doch in Ruhe. Da hinten ist mein Lagerfeuer. Oder das von Feinden. Das finden wir früh genug raus. Nee, das sind nur wir. Gibt aber auch genügend Feinde, die mit Lagerfeuern kampieren. Da sollte man nicht verwechseln, wenn man nicht gut ausgerüstet ist. Ei haben wir noch aufgesammelt und Hallo Farbenbomber.
Ah, du bist nicht der Farbenbomber. Du bist die Kuschelbeauftragte. Dann hau mal mit drauf auf die Skelette. Das macht sie nämlich auch wie ein Profi. So, Waldaxt. Wieso dauert es gerade so lang beim Herstellen? Ich glaube, das ist neu. So, Jagddolch könnte man theoretisch machen. Fackel und Pfeile, aber für Pfeile braucht man Federn. Müsste man Hühnchen wohl intensiver streicheln, dass es Federn fallen lässt. Oder halt mit der Axt draufhauen. Ich glaube, beides sollte funktionieren. So, jetzt sind wir auf jeden Fall axttechnisch wieder super ausgerüstet. Hier oben mal die Items alle markieren. Ansonsten könnten wir eventuell einen Jagddolch machen. Besser als keine Waffe, würde ich sagen. Bevor das Schwert jetzt auch den Geist aufgibt. Oh, da freut sie sich, dass wir den Dolch gemacht haben. War ein bisschen eine creepy Lache. Weiß nicht, was die da... wer da drin steckt in dem Bärenkostüm. Vielleicht ist es ja Harley Quinn oder so. Irgendwie eine ganz verrückte Filmcharaktere. Wer weiß das schon? Deswegen ist man ja maskiert, um nicht erkannt zu werden. So, die Skelette vergraben sich wieder. Das ist wunderbar. Das heißt, es wird Tag. Dann können wir hier mal uns ein bisschen umsehen, wo wir überhaupt gelandet sind. Mit unserem schönen Sieg, der von 1 bis 0 aufsummiert, nicht aufsummiert, sondern weitergeht. Eine Höhle und Kühe. Und da hinten haben wir Schneegebiet. Das sieht ja schon mal herrlich aus. Ja. Ja, her mit der Milch. Die Firma dankt. So macht es ein Milchbauer jeden Tag bei sich im Stall. Einfach nur streicheln und die Milch wird passend im Tetrapack rausgepumpt aus der Kuh. Ja. So, das reicht erstmal an Milch. Das ist immer eine herrliche Landschaft und herrliche Sonnenaufgänge hier. Das ist echt fantastisch. Vielleicht sollte man hier oben unser Dorf errichten. Das wäre doch viel besser. Wird zwar ein kleines. Also wenn wir ein Lagerfeuer hier direkt in die Mitte. Dann haben wir auch noch einen Dorfplatz. Obwohl der Dorfplatz wird sich in der Mitte mehr anbieten. Ach, ist immer noch in der Mitte. Wie sieht's denn aus? Wir können natürlich hier eine Burg bauen. Die machen wir dann eventuell grau. Na, rot sieht man besser. Da sind wir. Können hier eine schöne Burg draus machen. Können auch alle einziehen. Ich finde, das wird sich anbieten, weil die Aussicht ist echt fantastisch. Gibt noch viel bessere mit dem anderen Seed. Vor allem im Let's Play haben wir einen richtig guten erwischt. Ich finde, der toppt nix. Den habe ich hier nicht verwendet. Genau. Aber ansonsten hat jede Welt ja was für sich. Kennt man ja aus Minecraft vielleicht auch mit den verschiedenen Seeds. Manche sind besser, manche sind schlechter. Bei einigen muss man weiterlaufen, bei einigen nicht. So, dann wollen wir mal in die erste Höhle gehen. Damit sie auf der Karte markiert ist. Obwohl ist sie eigentlich so auch. Dann haben wir hier öfter mal interessantes Zeug. Vor allem das da, das ist nicht Granit, das ist Marmor. Können wir noch nicht abbauen mit unserer Spitzhacke, glaube ich. Und dann haben wir hier natürlich auch feindliche Skelette. Dafür sind wir auch noch nicht gut ausgerüstet. Und irgendwo, hier zum Beispiel, hat man Knorrenwurzeln. Können wir auch noch nicht abbauen. So ein Mist. Pilze haben wir natürlich auch genügend. Nicht nur an den Füßen. Na gut, lasst uns mal rausgehen, bis wir hier vernünftige Waffen haben. Oder zumindest ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Herzchen. Sonst wird es hier eine relativ kurze Höhlenforschermission. So, da unten ist die Kuschelbeauftragte gerade nochmal gespawnt. Warum auch immer. War doch schon da. Naja, vielleicht spart es ein bisschen Rechenleistung, wenn man die spawnt, wenn sie nicht aktiv gebraucht wird. Also wir brauchen jetzt jede Menge Granit. Und wir können natürlich hier noch temporär so eine doppelte Hütte daneben setzen. Obwohl, wenn da die Burg ist, lasst uns mal schauen, wo wir das am geschicktesten hinmachen. Dann nehme ich die Werkbank auch gleich mit. Das heißt einfach, wir hauen die zu frei. Dann kriegt man hoffentlich alle Ressourcen wieder. Das Bett lassen wir hier, bis wir einen besseren Standort fürs Bett haben. So respawnen wir auf jeden Fall. Und wenn da oben eine Burg hinkommt, dann... Sieht ja faszinierend aus, auch von hier diese Eisgletscherwände. Gibt mir richtig Game of Thrones Vibes und da fängt es ja schon an.
Ich habe aber gern auch noch viel freie Fläche hier. Das eignet sich doch. Da oben ist die Burg und guckt mal, wie gerade das hier alles ist. Da stellen wir erstmal temporär diese Hütten hin, die nach nichts aussehen, aber das wird alles besser. Sobald wir unser Dorf ein bisschen abgegradet haben. Kann ich das eigentlich feiner rotieren? Ich glaube nicht. Dann stellen wir die doch mal so hin. Den Baum würde ich nicht fällen, der sieht so genial da aus. Das ist Teil der Landschaft jetzt. Den lassen wir da. So, das können wir hier nochmal bauen. You und you. Nächster Bauschritt. Also das ist echt ein geniales System. Auch das mit den Blueprints für unkreative Idioten wie mich. Genial. In Minecraft scheitert es bei mir immer dran, dass, ja, meine Gebäude sind halt relativ eckig. Und das sieht dann nicht sehr schön aus. Deswegen, Kreativität kann man bei mir lang suchen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich hier vorgefertigte Blaupausen hat, die man nur nachbauen muss. Und wie gesagt, da gibt es viele schöne. Aus meiner Sicht gibt es viel zu wenige noch, aber es gibt viele schöne Häuser, die man bauen kann. Nach Vorlage. Und das finde ich, ist ein geniales Konzept. Könnten viele, viel mehr Spiele meiner Meinung nach machen, weil man hat immer noch das Gefühl, dass man ordentlich was tut. Nicht, dass alles geschenkt wird. Und die Sachen sehen halt besser aus, als wenn ich sie zum Beispiel bauen würde. Und das hier ist auch genial. So viel ebene Fläche noch. Also da können wir einiges anbauen. So, die Felsen mag ich theoretisch auch. Sind wir fertig mit dem Haus? Ne, da fehlt ja noch was. Da. Da hat sich der Schlingel versteckt. Jetzt ist mal fertig. Gut, da braucht man jetzt eben Sägewerk und Grill. Das machen wir doch mit Freuden rein. Das mache ich hier nur draufhauen. Hat vielleicht noch eine andere Spitzhacke machen müssen. Und die Werkbank sollte ich platzieren, bevor ich irgendwas anderes mache. Nein, ganzer Granit. Komm her. Nicht schon wieder eine Spinne. Ja, hör auf zu nerven. So, da ist eine Kiste drin. Da ist ein Wolf. Wir brauchen jetzt erstmal eine schöne Werkbank. So. Passt doch da irgendwie hin. Na, bisschen symmetrisch. Nicht ganz symmetrisch. Passt. So gut ich es eben kann. So, hier haben wir Konditionsglücksbringer. Hebt nicht nur deine Laune, sondern erhöht auch deine maximale Kondition. Das finde ich schön. Das gibt uns, glaube ich, Herzchen. Ansonsten eine Spitzhacke extra reicht, glaube ich. Dann schauen wir mal da unten, was in der Kiste ist, ohne den Wolf großartig zu verärgern. Obwohl, was soll's, verärgern wir ihn, indem wir ihn ein bisschen pieksen. Ja, da kannst lange heulen. Da kannst lange heulen, du Arsch. Tja, gegen mein Ausweichtalent hattest du diesmal keine Chance. Normalerweise fehlt mir das. Und ich glaube, da hinten ist eine feindliche Ansammlung von 2-3 Leuten oder so. Die haben zumindest ein Lagerfeuer. Und da können Feinde nicht fern sein. Oh, das Wetter verzieht sich. Fängt ja schon wieder an zu schiffen. Das muss nicht sein. Oh, Pfeile. Können wir auch die Armbrust mal ausprobieren. Schade, dass das hier nicht auto-stackt. Also, dass ein Stack automatisch drauf geht. Man könnte es mit E schnell stacken. Dann wird es eventuell auf den bestehenden Stack draufgeschoben. Das klappt, aber was nicht klappt, ist, dass man es irgendwie Inventar sortieren kann, wenn man zweimal dasselbe Item schon in... Ne? Der Blitz konnte mich nicht leiden. Also wenn man zwei Items irgendwie... Zweimal das gleiche Item in verschiedenen Slots hat, dann kann man die nicht zusammen sortieren. Das finde ich ein bisschen schade, aber kommt bestimmt noch. So, ich würde mal sagen, rauf zu unserem Dorfzentrum. Ich will hier die Steine noch mitnehmen. Steine mitnehmen. Und das Ding muss man natürlich auch ausschalten. Wir brauchen 3 Panzerchen, um was Gutes zu machen. So. Nur aufpassen, dass der sich nicht vor Lachen kugelt und uns so angreift, weil dann ist er unverwundbar. Und wir sind tot relativ schnell. Zumindest aktuell mit der Herzchenanzahl. Das reicht praktisch für nichts. So. Nehmen wir natürlich noch nie. Hey! Hab ich Zeus verärgert?
Ganz schön gewalttätig, der Mann mit den Blitzen heute. So, hier viele Steine rum. Nein, doch nicht so nah. Vielleicht gehe ich einfach in den Unterschlupf. Bei Gewitter sollte man zwar nicht unter riesige Bäume, aber... Nein! Der war Deko! Nein! Unser schöner Baum! Arsch! Na gut, ich würde dann sagen, wir brauchen definitiv ein Bett hier, dass wir auch hier spawnen und nicht irgendwo hinter dem Berg, ganz ins Eck, wenn es geht. So. Und gute Nacht. Ja, wie gesagt, man kann nicht wirklich schlafen. Na, also. Ich habe schon wieder Hunger. Wie viel Kürbisse muss ich mir denn ins Gesicht schieben? Die Antwort ist auf jeden Fall ein, zwei mehr. Links sieh mal, gelber Hunger, ein grüner Hunger und immer noch Hunger. Alter, die hat ja mehr Hunger als ich. Ist dafür deutlich dünner. Bisschen unfair. So, wie viele Steine haben wir? 30 Stück. Hab jetzt nicht aufgepasst, ob das für ein Sägewerk reicht. Reicht's. Ich würde sagen, das bietet sich vielleicht da an, dass wir direkt mit dem Kopf neben dem riesen Sägeblatt da schlafen. Da ist noch niemandem was passiert. So, als erstes machen wir einen Holzstab. Dann kriegen wir eventuell schon mal neue Rezepte. Das sehen wir dann gleich, wenn wir den eingetütet haben. So, nehmen. Und 5 Gegenstandsrezepte. Klingt doch gut. Ich glaube, dann können wir jetzt ein Kurzschwert machen. Braucht 5 Holzstäbe. Ich glaube, wir brauchen ein zweites Sägewerk. So, dann mache ich einmal eine Planke. Dann sollst du nochmal neue Rezepte für uns hageln. Und dann machen wir vielleicht ein Ersatzschwert. Na, da unten ist jetzt schon wieder viel Loot zum Einsammeln. Hat das Unwetter richtig Chaos gestiftet. Yay, ein Schraubenschlüsselrezept habe ich bekommen. Und doch die Planke, eventuell noch was anderes. Sehe ich zumindest gerade nicht. Alles klar, dann stell mal Produktion mal wieder auf Holzstäbe um. Nein. Rezept ändern. Ja. Und rein mit dem guten Zeug. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Und das Gewitter hat sich verzogen. So ein Glück. Schade um den Baum da hinten. Na, wir können ja neue pflanzen. Bestimmt irgendwie. Oder der wächst einfach aus seiner Wurzel wieder genauso schön hoch. Das wäre ja auch genial. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das geht. War noch nicht so im Forstbetrieb hier im Spiel, sondern eher im Erkunden und auf Mobs einhauen. Und vor allem in den Minen Ressourcen klauen. So, irgendwo noch schöne Bäume. Ich mag es auf jeden Fall, dass wir hier schon etablierten Weg haben. Vor allem, wenn wir später Fahrzeuge haben, können wir die Wege einfach nutzen, um ja, darauf zu fahren. Wir können zwar auch Offroad fahren, aber das ist teilweise sehr holprig, zumindest meiner Fahrerfahrung nach, die nicht sehr lang war bis jetzt. So, Steine brauchen wir auch, nehmen wir auf jeden Fall mit. Tja, hier mit dem ganzen Zeug. Ja, da meckert das Schaf zu Unrecht. Weiß gar nicht, was das soll. Da ist auch noch ein cooler Baum. Nein, uncoole Spinne. Uncoole Spinne. Weg mit dir. Ah, die Spinne ist schon cooler. So. Ne? Geräusche um mich rum. Je nach Spiel, das ich da So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Das Spiel macht echt Laune. Die Grafik bzw. der Artstyle ist erstklassig. Das Ressourcensammeln und Bauen macht auch echt Spaß. Vor allem kreative Leute können hier echt mächtig schöne Sachen bauen. Ich bin es leider nicht. Die Survival-Mechaniken sind auch okay. Etwas zu viel Hunger für meinen Geschmack, aber Essen ist ja immer reichlich vorhanden, also ist es schon in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Fände es natürlich klasse, wenn noch für Jahre ein paar größere Updates kommen würden.
Ja, genau. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.